Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Ozark Mega S zum neuen Video. Wir sind auf der Zielgeraden. Wir haben den 23. Dezember. Morgen ist schon Weihnachten und deshalb gibt es auch heute nochmal, ich habe es hier schon mal abgenommen, ein alkoholfreies Bier. Denn ihr wisst ja, während der Feiertage wird so viel gesoffen und so viel gefressen, da haben wir einfach keine Chance, noch im Vorfeld so viel zu trinken. Und ich will ja auch morgen gut dabei sein und auch durchhalten, deswegen kann ich heute nicht so viel vortrinken. Das heißt, heute gibt es auch nochmal ein alkoholfreies Bier und ja, da müssen wir natürlich mal gucken, was es ist. Ich habe jetzt so schnell nicht nachgeguckt, was es sein könnte. Oh, was ist das denn? Aha. Oho, es ist ein Freiberger alkoholfrei. Das finde ich auch richtig schön. Das kommt aus Freiberg in Sachsen. Also generell die Sachsenbiere, die schmecken alle sehr, sehr gut. Das hat auch so eine schöne blaue Flasche. Also das springt einem richtig ins Auge, würde ich sagen. Also kann ich wirklich nur gut heißen. Wir machen das Ganze auf. Ich habe wieder mein Check-Jack-Glas. Hatte ich jetzt dreimal insgesamt im Dezember verwendet. Also, vielleicht habt ihr mitgezählt, wann ich das immer gemacht habe. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Heute ist auf jeden Fall das dritte Mal, dass wir das Check-Jack-Glas verwenden. Und, oh, hier blubbert es schon oben raus. Das ist, da müssen wir mal gucken. Ich halte euch das jetzt doch mal wieder näher ran. Hier, ihr seht wieder die tanzenden Männchen. Das Bier tanzt sozusagen ins Glas hinein. Ist das nicht geil? Der Überfaupas wäre, wenn mir mal so ein Glas aus der Hand gefallen wäre. Aber bisher, ja, Glück gehabt, noch nicht passiert. Ein Tag hast du ja noch Zeit. Ja, morgen. Also das wäre jetzt vielleicht, stellt euch vor, zu Weihnachten fällt mir das Bier aus der Hand. Mensch, werdet ein Trauerspiel. Aber das können wir verhindern, indem wir einfach heute gut probieren und es heute nicht versauen. Das heißt, zum Wohl, meine Lieben. Und ja. Ja, okay, ja, da muss ich mal sagen, also das ist das erste Bier, was mir jetzt nicht so gut schmeckt wie bei den anderen Sorten. Das ist sehr, sehr herb vom Geschmack her, schmeckt auch so, als ob es Alkohol hätte, aber hat einfach, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, das hat so eine bittere Endnote. Und ja, ich finde dieses Bier nicht so geil wie die anderen Biere, die ich bisher getrunken habe. Und da muss ich natürlich halt überlegen, warum lachst du denn jetzt da hinten? Ich sehe dich schon wieder, dass du schon wieder lachst. Ja, nur weil ich mich mal versprochen habe. Also, ja, das Bier schmeckt mir jetzt nicht so gut, dass ich es mir wieder kaufen würde. Muss ich einfach mal so sagen, das ist das erste Bier, wo ich sagen kann, hat sich nicht gelohnt. Ich trinke es aber natürlich trotzdem aus für euch, weil bei mir wird natürlich nichts verschwendet und ich bin ja auch kein Kostverächter. Das heißt, wir nehmen nochmal ein Schlückchen. Ja, nee, ist nicht so meins. Das hat so einen ganz, ganz herben, bitteren Nachgeschmack. Schmeckt nicht so geil. Kann ich euch diesmal nicht empfehlen. Also bei den anderen alkoholfreien Bieren, die wir bis jetzt gekostet haben, da war der Geschmack wirklich in Ordnung. Da hat das richtig frisch und lecker nach Wiese, nach Gras, nach Hopfen geschmeckt. Und hier schmeckt das Bier einfach nur sehr, sehr bitter. Und bitteres Bier, ja, da muss ich stark aufstoßen von. Finde ich jetzt nicht so geil. Ich persönlich würde sagen, also auf dieses Bier könnt ihr auf jeden Fall verzichten. Müsst ihr euch nicht kaufen, müsst ihr euch nicht probieren. Hier vom Ozark, also wenn man das jetzt nach meinem Food Reviews bewerten würde, würde ich dem vielleicht ein oder zwei Ozark-Gesichter geben. Das heißt, ich habe es gekauft und ich würde es austrinken, aber ich würde es mir nicht wieder kaufen. Und ja, von daher müssen wir es halt noch zu Ende trinken. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß daran gehabt, auch an diesem Video, an diesem Bier, auch wenn es jetzt nicht so gut geschmeckt hat. Falls ihr noch keine Abonnenten bei meinem Kanal seid, dann könnt ihr auf kostenfreier Ehrensäufer-Basis hier noch heute ein Abonnement dalassen, denn morgen ist schon Weihnachten und ihr wisst, auf jeden Fall abonnieren, das ist das Wichtigste. Daumen nach oben geben, Kommentar da lassen, wenn ihr was dazu zu sagen habt. Und ja, ansonsten wünsche ich euch natürlich fröhliche Weihnachten. Wir sehen uns morgen zum 24. in aller Frische wieder. Es wird dann hoffentlich ein Video sein, was ich mal morgens aufnehme, weil abends kommen ja meine Gäste zu Weihnachten und das heißt, ich muss den, ja, Bierzember morgens drehen. Vielleicht haben wir da noch Tageslicht, vielleicht stelle ich mich auch mal auf den Balkon, mal sehen, was mal rauskommt. Das werden wir dann morgen erfahren. Und naja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, morgen oder sei es bei meinen Meinungsvideos oder bei meinen Food Reviews. Stay real. Bis dann, euer Ozark. Ciao.